Herzlich willkommen zu Brisant an diesem Freitag. Schön, dass Sie bei uns sind. Auch wir schauen gleich nochmal auf die Hochwasserlage bei uns in Deutschland. Doch zunächst nach Oldenburg. Hier gab es eine tödliche Schießerei, bei der ein Mann starb und ein weiterer schwer verletzt wurde. Ja, was da passiert ist, ermittelt jetzt die Polizei und entdeckt bei der Spurensuche offenbar einen Zusammenhang zu einem vermissten Fall von Anfang Juli. Möglicherweise führt die Spur ins Rockermilieu. Schauen wir auch heute noch mal auf die Hochwasserlage in Deutschland. Liebe Zuschauer, während sich die Situation im Harz sowie in Hildesheim langsam entspannt und erste Aufräumarbeiten beginnen können, drücken die Wassermassen jetzt nach Norden, nach Wolfenbüttel und Braunschweig nämlich. Dort ist der Katastrophenfall ausgerufen worden, was wichtig ist, um die Einsatzkräfte richtig koordinieren zu können. Bereits gestern haben wir über einen sehr außergewöhnlichen Lufthansa-Flug von Bogotá nach Frankfurt am Main berichtet. Das war die Maschine, die mit einem Passagier mehr landete, weil an Bord ein Kind geboren wurde. Und diese Frau hier, sie war hautnah dabei, Stewardess Caroline van Osch. Sie erzählt uns heute, wie außergewöhnlich die Situation an Bord war und dass sie diesen Flug wohl nie mehr vergessen wird in ihrem Leben. Ja, und auch dieser Tag heute wird vielen Dieselfahrern in Erinnerung bleiben. Denn wer einen Diesel fährt, hat heute gebannt nach Stuttgart geschaut. Dort ging es vom Verwaltungsgericht um die Frage, dürfen Diesel in Stuttgart verboten werden? Und das Gericht hat entschieden, ja, sie dürfen. Ein Urteil möglicherweise mit Signalwirkung. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das überhaupt für Dieselfahrer? Denn solche Verbote werden nicht nur in Stuttgart, sondern natürlich auch in vielen anderen Städten diskutiert. Es war eine Entführung, die 1977 Deutschland für mehrere Tage in Atem hielt. Am 13. Oktober wurde die Lufthansa-Maschine Landshut, hier sehen wir sie auch noch mal, auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main von palästinensischen Terroristen entführt. Im somalischen Mogadischu wurde das Flugzeug dann schließlich gestürmt und die Passagiere wurden befreit nach 5 Tagen Geiselhaft. Es war damals der erste Einsatz für die Spezialeinheit GSG 9. Heute rottet die Maschine in Brasilien vor sich hin. Doch auf Initiative des ehemaligen Co-Piloten und einer Stewardess von damals soll die Landshut jetzt zurückgeholt werden. Bei unserer nächsten Geschichte kommen schon 3 Fragen auf. Warum lebt ein Mann mit lebensgroßen Puppen zusammen, geht mit ihnen einkaufen, schnallt sie liebevoll im Auto an und ja, auch das Bett wird geteilt mit der Dame aus Plastik. In Tokio haben wir einen Mann getroffen, der genau das tut. Er lebt mit solchen Puppen und die gehören mittlerweile zu seinem Alltag wie die Sonne zu einem entspannten Morgen. Um einen Abschied geht es jetzt bei uns, doch vorher haben wir einen runden Geburtstag. All das und mehr jetzt im Brisant Prominent. Wenn man den Namen Arnold Schwarzenegger hört, da fallen einem sofort Superlative ein. Mr. Universe, Actionheld, Gouverneur von Kalifornien und natürlich auch sein legendärer Satz I'll be back. Dem Österreicher ist der Sprung über den großen Teich Richtung Hollywood mehr als nur geglückt, das kann man sagen. Arnie kennt einfach mal jeder und auch seinen grenzenlosen Optimismus. Er sei aber nicht perfekt, habe große Fehler gemacht, auch das kann er, Fehler eingestehen. Und jetzt gibt es allen Grund, zurückzuschauen und auch zu feiern. Arnold Schwarzenegger wird am Sonntag 70 Jahre alt. Und apropos Termin, Adel verpflichtet, heißt es ja so schön. Und in der Tat, als zukünftiger König muss man eben Prioritäten setzen. Für Prinz William bedeutet das, einen Teil seines Lebens hinter sich zu lassen, der ihm viel, viel bedeutet hat. Der 35-Jährige flog seine letzte Schicht als Rettungspilot und verabschiedet sich damit von diesem Beruf. Denn es warten jetzt andere wichtige Dinge. William wird sich künftig ausschließlich seinen royalen Pflichten widmen und die Queen tatkräftig unterstützen. Die Rolling Stones spielen dieses Jahr im Spätsommer 3 Konzerte in Deutschland. Und jetzt gibt es eine Überraschung für alle ungeduldigen Fans, die Promi-News. Dass er mit falschen Zähnen und einem skurrilen, kauzigen Look Filmgeschichte schreiben würde, überraschte Peter Simonischek selbst wohl am meisten. Toni Erdmann war der internationale Durchbruch für den Schauspieler aus Österreich. Sein Sohn Max hat sich auch für die Schauspielerei entschieden. Im Film Die göttliche Ordnung spielt der 34-jährige Schweiz-Österreicher einen Ehemann alter Schule. Und er ist so ganz anders als er selbst, sagte er. Darüber haben wir gesprochen und wir waren überrascht, wie viele Dialekte er so drauf hat. Ja, das kann sich irgendwann ganz schnell ändern. Und damit sagen wir guten Appetit und tschüss für heute. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder, Punkt 17:10 Uhr. Freue mich auf Sie. Auf Wiedersehen.